Herzlich willkommen heute hier wieder auf der Bühne vom Backstage Talk. Mit meinem heutigen Gast stand ich schon mehrere Male auf der Bühne und auch jetzt werden wir eigentlich wieder zusammen auf der Bühne zu hören von der Tonhalle in Düsseldorf. Aber heute sitzen wir hier Backstage und sprechen über seine Erfolgsgeschichte und auch über seine Situation jetzt als Künstler in der Corona-Krise. Er hat seine Karriere anders als viele andere Künstler einen besonderen Startschuss gegeben, nämlich er hat den ersten Platz gemacht bei der ersten Staffel Das Supertalent mit der Hymne Time to Say Goodbye. Heute ist er hier, der italienische Tenor Riccardo Marinello. Herzlich willkommen und benvenuto. Grazie, danke, dass ich hier sein darf. Gemacht hast, auf gern. Die Backstage-Bühne und wir ein bisschen plaudern können heute. Ich freue mich. Du bist der zweite Italiener, denn vorher dir war schon der Gioiello hier und euch vereint ja auch die Connection zu Dieter Bohlen, ne? Ja, genau. Kennst du ihn? Nicht persönlich, aber wir haben schon telefoniert zusammen. Aber wir haben tatsächlich einige Veranstaltungen zusammen gemacht, ohne voneinander das zu wissen. Von daher war das schon sehr schön, ja. Und uns hat verbunden, dich und mich, der Michael Naseband. Genau. Ja? Hier genau. In Düsseldorf bekannt. Ja, unter dem als Kommissar bei K11. Und da kennen wir ihn alle. Und genau. Da haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Ja, genau, das war schon zusammen gecastet. Ein Tore war Boho, ich erinnere mich. Aber das war sehr schön. War ein lustiger Abend. War sehr lustig, ja. Vom Crossover, vom Allerfeinsten. Für alles Mögliche, durch und durch, ja. Ja, das ist ja auch das, was uns ein bisschen verbindet. Ja, ich sage immer so, wenn einer mich fragt, kennst du ein weibliches Pendant zu dir, weil ich ja nicht nur Klassik mache, sondern auch Pop und so weiter, sage ich immer Sarah Bauers, weil sie wirklich das weibliche Pendant von mir ist, ja. Freut mich sehr. Ja, sehr gern. Und wir grüßen hier an dieser Stelle nochmal den lieben Michael. Ja, genau. Ja, er hat jetzt seine geliebte Frau verloren und das tut mir wahnsinnig leid. Und ich hatte ihn noch mal treffen können auf der Straße. Ich bin ja jeden Tag immer bei gutem Wetter immer spazieren und dann habe ich ihn getroffen. Und das war schon, hat mich ja schon sehr, sehr berührt, muss mich ich sagen. Auch. Ja. Deswegen. Liebe geht raus. Ja, Liebe zu dir, lieber Michael. Ja. Ich habe noch ein bisschen mehr recherchiert. Wir kennen uns ja schon so ein bisschen. Trotzdem habe ich mal geguckt, was gibt es denn noch so von dir alles im Internet. Jetzt über die Corona-Krise habe ich gelesen, so direkt die erste Schlagzeile aus der Express. Malle-Sänger und Klassiktenor mit überraschender Corona-Aktion in Köln. Genau. Das war was ganz Besonderes. Erzähl mal, was habt ihr da genau gemacht? Weil es ja auch eine bewegende Geschichte jetzt. Ja, war, ne? Ja, das war mein lieber Kollege und Freund Willi Herren, der damals, so wie ich auch, über Instagram viele Streams gemacht hat. Er hat jetzt nicht gesungen, aber er hat sich immer gezeigt mit seiner Frau. Und dann habe ich ihm, habe ich mir das angeschaut und habe ihn angeschrieben. Und er hat das sofort gesehen und sagte dann, mein Gott, hier, er ist ja damals umgezogen in dieser neuen Wohnung. Und dann gab es immer so um 19 Uhr immer Applaus für die Leute, die halt für uns halt das uns gut geht. Mhm. Also die Krankenpflege, Krankenschwester, alles Mögliche. Das war im letzten Jahr, ne? Dann, ja. Das war quasi noch während des ersten Lockdowns. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir müssen den Menschen was zurückgeben. Und dann hat er gesagt, ich habe so einen riesen Balkon, lass uns doch da für eine halbe Stunde einfach was machen. Und ich habe sofort zugesagt und ich war insgesamt vielleicht 3-4 Mal da. Und das war ganz schön. Und ja, das war Willi Herren und als mich sein Tod, als ich das gehört habe, dass er gestorben ist, da ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Das muss man wirklich sagen, weil so ein Entertainer und mit 45 ist einfach noch
zu jung. Mitten im Leben. Mitten im Leben, absolut. Und die Grüße gehen raus an die Familie. Und ich bin selbst dann auch hingegangen. Und ich erinnere mich selbst, dass er einmal aus Witz und Dollerei zu mir gesagt hat, wenn ich einmal sterben sollte, dann kommst du und singst für mich. Nein. Das Stück Der Atem des Himmels, das ist ein Stück, was man für mich geschrieben hat. Ja, das kenne ich. Und ja, das war eines seiner Wünsche und dem bin ich gefolgt. Ne? Wahnsinn. Ja. Es ist richtig viel passiert dieses Jahr schon, letztes ja, Jahr, meine Güte. Unfassbar. Ich persönlich erinnere mich an den 14. März, das war so bei mir der Blackout-Day, kann man vielleicht so sagen. Also da ging es mir richtig schlecht, dann ergreifende Beerdigung auch gerade gesungen in Münster und ich saß im Café und musste mal so ein bisschen bijkomen, wie man in Holländisch sagt, also mich mal so ein bisschen sammeln. Und dann kamen, als ich da so saß bei einem Café, tausende E-Mails und Absagen auf einen Tag am laufenden Band. Gab es bei dir auch so einen Tag, wo alles abgesagt worden ist? Ja, es gab keinen bestimmten Tag, aber diese Tage kamen tatsächlich und ich wusste gar nicht mehr so, wohin. Und es war, ja, da ist für mich auch eine gewisse Welt zusammengebrochen, weil plötzlich so alles ausgefallen ist und wir hatten doch die ganze Zeit geprobt und so weiter. Und du weißt es ja auch mit der Benefiz Konzertgeschichte mit unserem Doc Highline. Da haben wir geprobt mit dem Orchester und dann plötzlich dürfen wir nicht mehr. Ja, jetzt schon das zweite Mal. Das ist jetzt das zweite Mal und das tut einfach weh. Und das hat nicht einmal was finanziell damit zu tun, sondern einfach die Tatsache, dass man nicht mehr auf der Bühne stehen darf. Und das fehlt mir so sehr. Und die Aktion, die der Enkelsohn gemacht hat, fand ich fantastisch. Ich war tatsächlich einmal mit dabei bei einem seiner Konzerte, weil das quasi bei uns im Hof war. Das fand ich toll, diese Aktion. Und danach durften wir einfach nicht mehr. Das war dann einfach, da war eine Grenze geschaffen und dann war aus. Ne? Ja. Gab es das bei dir so in Wellen, also dass du auch zwischendurch wieder Hoffnung hattest letztes Jahr oder dieses Jahr? Gab ja, so es auch Up- und Downs? Ja, es gab tatsächlich dann wieder Hoffnung, so nach dem ersten Lockdown und dann ungefähr im Juni. Weil ich mit einer Stiftung zusammenarbeite in München, die Internationale Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation, also ein Riesenname, der Gutes bewirkt und ich bin da schon über 10 Jahre dabei, die geben uns quasi Budget, um in den Altenheimen zu singen oder in Schulen. Und da gab es wieder Hoffnung. Das einzige Manko war, wir durften natürlich nicht drinnen spielen, wir mussten alles draußen machen, das war auch natürlich wetterabhängig. Und so hat dann mein Kollege Roman Brinčić, der Geiger, den du wahrscheinlich auch kennst, mit der Stiftung dann zusammengearbeitet und sagt, komm, wir machen das draußen. Und dann war die Stiftung einverstanden und hat uns auch dementsprechend geholfen. Und dann haben wir Equipment gekauft und alles Mögliche. Und dann haben wir eine Tournee gestartet, das kannst du dir nicht vorstellen. Da haben wir bis August spielen dürfen. Und dann gab es ja wieder so einen Lockdown und dann durften wir wieder nicht. Und dann war das Wetter natürlich nicht mehr so demnach und dann war alles aus. Ne? Wir hatten gemeinsam noch ein cooles Konzert im September unter Corona-Bedingungen. Das war super und da bist du danach auch noch weggeflogen. Also warst da auch noch super busy, aber danach ging es halt wieder bergab. Ich meine, für dich ist es ja genauso schlimm gewesen wie für mich auch. Und für jeden einzelnen Künstler da draußen, sei es Schauspieler, sei es Sänger, sei es Interpret, sei es Musiker im Allgemeinen, wir hatten es schon schwer gehabt, das muss man schon sagen. Aber die Initiative dann zu nehmen und dann im September gab es dann eine kleine Hoffnung. Und zwar habe ich mir gedacht, warum mache ich denn nicht mal professionelle Streaming-Konzerte? Und mir war das auch egal, ob man dafür bezahlt wird oder nicht. Ich habe es dann einfach gemacht, habe dann Equipment besorgt und kann wirklich mit Stolz sagen, dass ich tolle Streaming-Konzerte machen konnte auf Instagram, Facebook, wo viele mich dann angerufen haben und sagen, du hast doch Vollplayback gesungen. Und das war einfach für mich wiederum so schön zu sehen, dass das professionell war, weil alles live gesungen war. Und ich habe dann viele Künstler auch Tipps gegeben, wie sie das dann machen. Ja. Und das fand ich ganz gut. Ja, das hast du gut aber gemacht. Auch mit meinem Trio, mit dem Roman Brinčić und einer Pianistin, haben wir dann auch bei ihm zu Hause wieder Streamings gemacht. Also man war immer mal wieder dabei, aber
die Bühne fehlt einfach. Ja, die richtige Bühne. Die richtige Bühne fehlt einfach. Der Energieaustausch. Ja, kommt dann nicht zurück, so bei einer Story. Klar, ganz viele Likes oder wenn du live gehst, kommen auch Kommentare am laufenden Band. Ja, genau. Man hört halt keinen Applaus und so und das ist halt so ein bisschen... Nur die Emojis. Ja, die Emojis und so. Aber du bist ja nicht so derjenige, wo du dann singst und währenddessen die Kommentare liest. Das geht ja nicht. Nee, das geht nicht. Ja, also Up und Downs... Und was hast du mit der Zeit gemacht, wo es dann mal ruhiger war? Hast du dann irgendwelche neuen Dinge entdeckt für dich? Tatsächlich, ja. Und zwar die Selbstreflexion. Die hat eingesetzt. Die hat eingesetzt. Ich war sonst immer einer, der hat einfach gemacht, so wie ein Italiener ist. Der denkt nicht an die Konsequenzen und so weiter. Mach mal. Aber so konnte ich tatsächlich mal mein ganzes Leben reflektieren. Und habe Bücher gelesen, die auch für Persönlichkeitsentwicklung sehr entscheidend auch waren. Und ich kann das nur empfehlen. Und das war so einer der Punkte, wo ich dann auch das Telefon genommen habe und habe dann meinen alten Manager angerufen. Und quasi der Manager, der damals mich nach dem Gewinn beim Supertalent begleitet hat. Und es hat sich was ergeben und es ist noch ein bisschen schwer, quasi die Gelder an Land zu ziehen für das Projekt. Aber wir sind dabei und hoffentlich schaffen wir es dieses Jahr mit einem neuen Album. Ja, geil. Ja. Wie kann man dich denn da unterstützen? Also wir haben natürlich schon mal hier erwähnt und gesagt im Backstage-Talk, dass man natürlich die einfachste Form im Moment heute zu supporten ist. Überall Daumen hoch, Herzchen verteilen, Kommentare, ne? Wenn man jetzt keine finanziellen Ausgaben haben möchte. Und wenn man ein bisschen mehr tun möchte, was kann man bei dir tun? Also NRW war schon eine mit der großen Unterstützer, muss man schon sagen. Das war ganz gut. Aber wir brauchen natürlich noch mehr, um einfach einiges an Land zu ziehen. Sprich dann die Werbung zu machen und die Cover zu machen und vor allem die Aufnahmen zu machen. Also wir haben das große Glück, mit einem dann zu arbeiten, der einige Grammys schon gewonnen hat. Den Namen verrate ich noch nicht, aber es wird richtig, richtig fett sein. Das klingt spannend. Ja. Aber ich war natürlich nicht ganz untätig die Zeit auch. Ich habe mit meinem Kollegen Andreas Schönberg auch eine Platte rausgebracht. Die kommt jetzt am 27. Mai raus. Das ist Paradise. Und das Video kann man schon, also so einen Trailer kann man schon sehen auf Instagram. Ich war nicht untätig, sagen wir mal so die ganze Zeit. Aber man war natürlich trotzdem etwas eingebunden. Hast auch die Zeit für dich genutzt und gelesen und nochmal reflektiert. Welches Buch kannst du uns empfehlen? Ja, da kann ich auf jeden Fall ein Buch empfehlen, Die Kunst des klaren Denkens von Dobelli. Und das ist ein unglaubliches Buch. Das eröffnet dir nochmal ganz andere Facetten von, was das Denken anbelangt. Ja, cooler Tipp, danke. Ja, auf jeden Fall. Super. Kommen wir mal zu deiner Vergangenheit. Oh je. Du hast ja damals gewonnen, das war 2007. Redest du da noch gerne drüber? Hast du gute Erinnerungen daran? Ich habe sensationelle Erinnerungen dran und ich bin auch, was das angeht, richtig, richtig dankbar, dass ich das alles erleben durfte. Das muss man schon sagen. Ja. Das war das einschneidende Erlebnis so in deinem Leben. Ja, ist unglaublich. Also was ich für Leute kennengelernt habe und die auch heute eigentlich gar nicht mehr sind, so wie Udo Jürgens und so, also das waren so Momente, die wird man einfach nicht mehr vergessen. Den durftest du treffen. Ja. Wow. Oder Udo Jürgens und Karel Gott, da erinnere ich mich noch wirklich wie, als ob es gestern gewesen wäre. Er hat mich gesehen, er wusste auch sofort, wer ich war, hat die Hand auf mich gelegt und hat gesagt, ich wünsche dir von Herzen, mit seinem tschechischen Akzent, ne? Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute. Ja, also da kannst du ja nicht, da bist du... Wie ein Segen. Ja, das ist unglaublich. Unglaublich. Also, toll. Und ich habe den Michael Wendler noch kennengelernt, der war noch nicht so, wie er heute ist, ja. Würde ich jetzt mal ganz, ganz genehm sagen. Ja, also... Das war ein Erlebnis. Dieter Bohlen natürlich auch, der hat mein erstes Album produziert. Und Giovanni Zarella, wir sind heute noch sehr, sehr gut befreundet. Also das ist schon schön. War eine Wahnsinnserfahrung, ja. Mhm. Damals warst du, wie alt, 17, ja, 18? 18, ja, 19, ne? Ja. Und woher kam die Faszination für Klassik? Weil es ja schon was sehr Außergewöhnliches, dann als junger Bursche, sage ich mal, dann in die Klassik zu gehen, ne? Ja, deswegen war ich auch immer derjenige, der in der Schule gemobbt wurde, weil ich anders war als die anderen, weil ich einfach eine ganz andere Musik mochte. Natürlich gab es auch Eros Ramazzotti und Tiziano Ferro, die ich mochte. Aber
angefangen hat es tatsächlich 1998, und zwar das große, große Konzert beim Weltmeisterschaftsfinale in Paris der drei Tenöre. Und das hat mich geprägt bis heute. Das hast du gesehen? Dann ja, das habe ich gesehen auch. Und das habe ich dann autodidaktisch quasi nachgeahmt. Und währenddessen kam dann noch Andrea Bocelli so rein. Meine Mutter hat mir damals zu Nikolaus die damals erschienene neue CD von Bocelli geschenkt. Und dann war vorbei. Und seitdem habe ich den immer verehrt und habe den nachgeahmt, immer autodidaktisch nachgeahmt und habe dann damals in den Restaurants immer wieder diese Lieder gesungen und die Leute haben sich amüsiert und es war ganz schön. Und ich erinnere mich noch sehr genau, da war ich, glaube ich, 7 oder 8, da kamen dann zwei Mönche, kamen zu uns in den Laden und die hatten mich von Weitem gehört und haben dann gesagt, der Junge hat so Talent, der könnte doch bei uns im Kinderchor singen. Ja. Aber ich war leider zu schüchtern und habe es nicht gemacht, was vielleicht heute ein Fehler war. Ja, da hätte ich damals schon Noten lesen gelernt und so weiter. Also die musikalische Erziehung hätte ich damals dann schon genossen, aber die hatte ich leider erst später mit 16. Ne? Und dann hast du danach erst auch Musik studiert, ne? Gesang studiert hier in Düsseldorf. Genau, ich habe mich damals nach dem Gewinn habe ich dann auch zu meinem Manager gesagt, ich werde anfangen zu studieren, koste es, was es wolle. Ich habe ja damals angefangen, BWL zu studieren und das mochte ich überhaupt nicht. Also warum soll ich nicht das machen, was mir am meisten Spaß macht? Ja. Und habe dann eine tolle Lehrerin gehabt, die mich dafür aufgebaut hat, hat mich vorbereitet und bin dann anderthalb Jahre später vorsingen gegangen, habe dann die Aufnahmeprüfung bestanden und habe dann in Düsseldorf studiert. Ja, cool. Ja. Das würdest du auch jedem empfehlen, ne? Ja, also schon. Ja, 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 doch, Ausbildung doch. Hinterher ja, 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 ja. Aber man hat mir natürlich wahrscheinlich immer wieder übel genommen, dass ich dann doch ein bisschen auf die Crossover-Schiene gegangen bin. Aber das war mir eigentlich egal, weil in meinem Fall kann ich mich nicht entscheiden, was am schönsten ist. Ich meine, das geht dir wahrscheinlich ja auch. Du singst wahrscheinlich genauso auch O mio Bambino Caro genauso gerne, wie wenn du, was weiß ich, Celine Dion singen würdest. Genau. Das ist, diese Liebe bleibt einfach bestehen. Entweder es gibt gute oder schlechte Musik. Genau. Und das ist für uns einfach gute Musik. Ja. Und ich weiß, dass man kann mit O mio Bambino Caro genauso die Leute verzaubern, wie mit All by Myself. Ja. Oder wenn wir singen The Prayer. So, also das sind Lieblingsstücke, ja. Das sind ja die Stücke, wo ja sehr emotional sind. Mhm. Und das ist ja das, was gerade bei dieser Corona-Zeit, was wo nicht weitergedacht wird, meines Erachtens nach. Es gibt die Opfer und da sollte man wirklich auch die Augen drauf halten und Corona nicht einfach so unter den Tisch versteckt lassen, sondern man soll schon drauf schauen, aber wir sollen auch auf die anderen Opfer schauen. Die Künstler, die Leute, die momentan kein Geld verdienen durch die Corona-Krise. Ja, und wir haben das Glück, irgendwie weitermachen zu können. Genau. Ne? Und so am Abhang vorbei. Genau, und die ganzen Theater haben zu und die Kinos machen zu. Und das ist doch, also die Menschheit braucht sowas. Ja. Die braucht Kultur. Wir brauchen das für unser Segen. Das ist ja nicht einfach so entstanden. Das ist ja entstanden aus der Tiefe des Inneren des Menschen. Ja. Um einfach auch was hier zu lassen, wenn man von dann schaltet. Ganz ne? genau. Und das ist einfach das, was wichtig ist. Was wichtig ist. Genau. Kommen wir mal zu den Klischees. Italiener, Opernsänger, du singst romantische Songs. Wie romantisch bist du wirklich? Also ich stelle mich das so vor. Kann kochen. Ja, aber ich hatte. Kochst du dann und du singst für deine Liebste nebenbei? Und ja, meistens ist das so, dass meine Liebste am meisten kochen tut, wirklich, weil die kann einfach unglaublich kochen. Ich mache meine Spezialitäten und wenn ich die mache, dann mache ich die fantastisch. Ja, also was für Klischees kann man denn als Italiener noch irgendwie abhaken? Ne? Also das ist, glaube ich, alles, was ein Italiener haben muss. Ne? Und die viele sagen, ach, du bist, wenn du doch so singen kannst, dann bist du doch Pizzabäcker. Gibt's alles, ne? Aber ich meine, ich lache nur noch dadurch. Und das ist doch schön, weil Italien wirklich eine Stadt ist voller Kultur, was Musik und Essen anbelangt. Ja. Also wir können nicht ohne. Nee, ach, nee. Wie herrlich. Und Amore auch, natürlich. Ne? Amore. Ja. Und du hast auch gerade schon gesagt, als du hier reinkamst, du freust dich, du willst dir heute noch deine Lieblingspizza bestellen. Ja, genau, ja. Die Lieblingspizza auf der Rossstraße bei Bellissima.
So, da gehen wir alle hin. Ja, da müsst ihr hingehen. Das ist die beste Pizza ever. Also nach der Krise, war das ein Wendepunkt für dich? Sagst du, du willst dein altes Leben wieder oder sagst du, ich möchte es doch irgendwie anders machen? Wie guckst du jetzt in die Zukunft? Du hast ja schon ein bisschen gesagt, neue Projekte, neues Album, so das geht dahin und für dich persönlich auch eventuell? Gibt es da einen Change? Ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass ich mich selbst reflektiert habe und über mein Leben nachgedacht habe, hat man sich natürlich gehäutet, ne? So wie die Reptilien das auch machen. Und da schaue ich natürlich nur zurück, wenn ich muss. Ansonsten schaue ich nur nach vorne, nach vorne, nach vorne. Das ist auch dasselbe, wenn beispielsweise habe ich jetzt auch noch zuletzt für einen Geburtstag gesungen, da wurde ein Mann 100 Jahre alt. Und wenn man ihn natürlich nach der Vergangenheit fragt, ist das wahrscheinlich ein bisschen amüsant, aber viele sagen auch, ich gucke lieber nach vorne, als nach hinten zu gucken. Ne? Ja. Und das hat auch seine Gründe. Und ich bin da genauso. Also du bist fokussiert jetzt auf deine Projekte. Ja. Und ich muss auch sagen, ich muss da meiner Liebsten auch ein Dankeschön sagen. Weil sie wirklich auch meine Sichtweise vom Denken und wie man Sachen bemisst, auch an Werten. Wir haben ja auch an Werte verloren. Kannst du dir das vorstellen? Den Kindern wird ja keine Werte mehr beigebracht. Man kann neue Werte dazu holen, aber die alten Werte sollte man nicht ausradieren. Mhm. Und somit sage ich mir, ich bin schon aus mich herausgewachsen, aus diesem, ja, jetzt schon ein Jahr Corona. Ja. Klar. Deine Wünsche und deine Pläne sind also ganz vorprogrammiert für deine Zukunft und schon. Bleiben wir einfach dran bei dir, folgen dir, gucken, was Neues kommt, unterstützen dich mit 1000 Herzchen und Likes und folgen dir weiterhin. Würde mich freuen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen, liebe Leute. Und dann danke ich dir, Ricardo, dass du hier warst extra. Sehr gerne. Und für das ehrliche Gespräch. Und dann freue ich mich, wenn wir bald was Neues von dir hören. Okay. Danke an Ricardo Marinello, hier nochmal eingeblendet. Und herzlichen Dank auch an euch fürs Zusehen. Bis bald. Ciao. Thank you.